Salam ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Zur Feier des Tages und zum bevorstehenden Anlass machen wir heute mal eine Süßspeise bzw. etwas Süßes, was es schon lange nicht mehr auf meinem Kanal gab. Und es ist kein Gebäck, sondern es wird eine leckere Baklava Cheesecake Torte. Diese Torte ist ein absoluter Hingucker an eurem Candy-Tisch oder Gebäcktisch und zudem schmeckt sie dann auch ultra cremig und ich würde sagen, let's do this. Ich werde jetzt zunächst mal den Sirup vorbereiten, damit er schon mal in aller Ruhe auskühlen kann. Dafür habe ich einfach Zucker und Zitrone. Ich habe hier einfach so vier Zitronenscheiben, die ich da meistens immer so einfach direkt mitgebe. Die gebe ich jetzt einfach so in den Topf und gebe dann einfach das Wasser hinzu. Und lasse das erstmal zunächst aufkochen und bis so quasi der Sirup so etwas eindeckt. Und ich mache dann meistens immer so den Test mit dem Löffel. Wenn ich sehe, dass quasi die Flüssigkeit vom Löffel so fadenartig runterfließt, dann ist der Sirup fertig. Während der Sirup so vor sich hinkocht, werde ich in der Zwischenzeit schon mal die Filoblätter vorbereiten, schon mal einfetten. Ich habe hier geschmolzene Butter, da werde ich jetzt einfach mal die Filoblätter ordentlich mit der Butter einpinseln. Ich nehme da jetzt einmal so drei Lagen, schmiere dann quasi jedes einzelne Blatt und lege die dann aufeinander. Und so lege ich mir jetzt die erste Schicht aus. Oder mache ich das gleich jetzt nochmal mit der anderen Seite, damit ich so einen gleichmäßigen Boden habe. Jetzt mache ich eine zweite Schicht. Lege die mir nochmal so in die Springform zurecht. Den Boden gut eindrücken. Das sieht soweit ganz gut aus. Dieses Überschüssige, das werde ich jetzt einmal ringsherum abschneiden, runterschneiden und diese Reste werde ich jetzt einfach so mit in die Mitte mit hineinlegen, damit wir auch nichts verschwenden. Die Pistazien, die habe ich hier ganz grob gehackt, einfach so erstmal in eine Schüssel. Da die Füllung an sich jetzt nicht so extrem süß ist, werde ich das jetzt noch mal so ein bisschen anpassen, damit wir so diesen Ausgleich haben. Dazu gebe ich jetzt einfach Puderzucker mit hinzu und geschmolzene Butter. So, vermenge alles gut miteinander. Ich mache es am besten mit den Händen. Und diese wunderschöne grüne Masse, die gebe ich jetzt hier einfach in die Form mit rein. Verteile alles gut. Ein schöner, saftiger Belag, also nicht so trocken. Dieser Schritt ist getan und jetzt kommen wir zu der grandiosen Cheesecake-Füllung. Die Cheesecake-Füllung, die wird so ultra cremig und super fluffig. Und das liegt daran, dass ich jetzt hier die Eier getrennt aufschlagen werde. Und zwar habe ich hier das Eigelb vom Eiweiß getrennt und werde zunächst das Eiweiß steif schlagen. Eine Prise Salz darf nicht fehlen und gebe ganz wenig von dem Zucker mit hinzu. Ich will ja, dass es so eine Baiser-artige Masse entsteht und werde jetzt so weniger als die Hälfte von dem Zucker mit hinzugeben. Ganz so schön steif schlagen. Das sieht jetzt hier richtig gut aus. Eine super schöne glänzende Masse. So soll es auch sein. Das fülle ich jetzt einfach mal in die Schüssel um. Ich werde jetzt die Butter mit dem Zucker und den Eigelben ganz cremig zunächst verrühren. Da gebe ich den restlichen Zucker hinterher und die vier Eigelbe. Auf höchster Stufe cremig rühren und im Anschluss gebe ich dann die restlichen Zutaten hinterher. Jetzt kommt Schmand, Frischkäse. Natürlich müssen auch hier alle Zutaten Zimmertemperatur haben, damit sich hier nichts verklumpt. Dann gebe ich etwas Vanilleextrakt hinterher, Speisestärke und jetzt kommt es. Reines, hundertprozentiges Pistazienmark, was ungesüßt ist, also nicht diese Pistaziencreme, sondern hundertprozentiges Pistazienmark. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das ist das, was ich immer ganz gerne nehme. Da gebe ich jetzt so ungefähr 1,5 Esslöffel hinzu.
Alles zu Ende cremig rühren und dann geht's auch schon ab in den Backofen. Wow, look at this, beauty. Das riecht fantastico. Und jetzt werde ich noch mein Eischnee unterheben, peu à peu, damit es schön fluffig wird. Das macht ihr am besten mit einem Teigschaber, nicht mit der Küchenmaschine. Das könnte man wirklich so essen. So, die Cremefüllung, die kommt jetzt schön auf meinen Belag. Alles schön glatt streichen. Und nach dem Backen wird er dann nur noch mit dem Sirup übergossen und dann erstmal schön kalt gestellt. Und dann kann man den dann eigentlich auch schon dekorieren. Während der Kuchen jetzt schön auskühlt, werde ich jetzt die Zwischenzeiten nutzen und schon mal das Topping vorbereiten. Und zwar toppe ich den Kuchen nochmal mit so einer leckeren Pistazien-Sahne-Creme. Hier habe ich einfach Sahne, eiskalte Sahne, die ich jetzt mit etwas Sahnepart schön erstmal steif aufschlagen werde. Jetzt gebe ich noch etwas von meinem Pistazienmark hinzu. So, meine Torte ist soweit es geht abgekühlt. Ich gebe jetzt schon mal die leckere Pistazien-Sahne-Creme einfach oben drauf. Also Leute, wenn das keine Pistazien-Cheesecake-Torte ist, dann weiß ich auch nicht. Es duftet wirklich herrlich nach Pistazie. Also optisch echt ein Hingucker, würde ich sagen. Ganz schlicht gehalten, ganz dezent. Und ich bin gespannt, wie der Anschnitt dann auch aussieht. Den zeige ich euch dann gleich auch. Probieren darf ich noch nicht. I'm still fasting. Wenn ihr das nachmachen wollt, findet ihr alle Zutaten mit den genauen Mengenangaben in der Infobox. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage jetzt schon mal, Eid Mubarak Said, euch und euren Liebsten. Alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Salam! Ja.